Es ist hier nicht hell genug. Ich kann nichts lesen. Er ist vollkommen kalt. Nein, die hat seit Ewigkeiten niemand benutzt. Weder Wachs noch Petroleum wurde seit Jahren nicht benutzt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich habe alles ausgegossen. So ist es besser. Der älteste Verstorbene war Abraham Lewis. Starb mit 38. So ist es besser. Der älteste Verstorbene war Abraham Lewis. Starb mit 38. Eine Leiche stehlen? Was für ein Monster wäre zu so etwas fähig? Ich verstehe nicht, warum jemand eine Leiche stehlen sollte. Kann man das überhaupt verstehen? Seltsam. Die Gruft scheint nur für die männlichen Familienmitglieder zu sein, aber keiner von ihnen wurde 40 Jahre alt. Was kann das sein? Ich kann es nicht richtig fassen. Der Spalt ist zu schmal. Ich hatte eine Münze erwartet. Das wird keinen großen Wert haben. Ich bin kein Experte, aber mit dem bloßen Auge lässt es sich nicht erkennen. Kein Kratzer, perfekter Schliff und sehr spezifische Lichtbrechung. Atemberaubend! Das muss ein echter Diamant sein! Er könnte ein Vermögen wert sein, und ich trage ihn einfach so in der Tasche mit mir herum. Ich habe noch keinen Grund hineinzugehen. Sollten wir mal die Kanalisation durchsuchen müssen, wird Sergeant Carter sicher auch nützlich sein.
Ich denke, am besten rufe ich jetzt Chief Inspector Powell an. Detective Sergeant Briscoe, stellen Sie mich bitte zu Chief Inspector Powell durch. Verstehe. Und wann ist er zurück? Es ist dringend. In Ordnung, ich rufe später wieder an. Bitte sagen Sie ihm, dass ich angerufen habe und jetzt rausfahre, falls er mich sprechen will. Er weiß dann Bescheid. Wiederhören. Er ist fortgegangen, müsste aber in 2 Stunden wieder da sein. Was soll ich also jetzt tun? Ich werde meine Zeit nicht vergeuden. Ich suche die Nachbarschaft ab, sichere Spuren und dann werden wir schon sehen. Ich frage ja nur. Und ich antworte, es hat keinen Zweck. Da drin gibt es nichts zu sehen. Wenn es nichts zu sehen gibt, warum darf ich da nicht reingehen? Ich muss darauf bestehen, dass Sie gehen. Verstehe vollkommen. Wer ist Ihr Vorgesetzter? Den können Sie auf dem Revier erfragen. Vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft. Probleme, Carter? Überhaupt nicht, Sir. Nur dieser lästige Reporter. Er wollte hinein. Sehen Sie zu, dass er auf dieser Seite der Mauer bleibt. Soll ich ihn gleich verhaften, Sir? Haben Sie einen Grund dafür? Ich finde ihn verdächtig. Wieso ist er gerade hier aufgetaucht? Überlassen Sie das mir. Wie heißt es so schön? Wo der Teufel nicht hinkommt, schickt er einen Reporter. Entschuldigung, sind Sie von der Presse? Und Sie sind von der Polizei, wenn ich mich nicht irre. Ich muss Ihnen also nichts vormachen. Dann haben Sie sicher auch gegen ein paar Fragen nichts einzuwenden. Natürlich nicht. Was tun Sie hier so früh am Morgen? Nun, ich arbeite an einem Artikel über Sir Williams Beisetzung, die gestern stattfand. Sie wissen schon, der Adlige mit dem Spitznamen Mad William oder so. Ich bin sicher nicht der einzige Reporter, der heute herkommt. Also bin ich etwas früher aufgestanden. Um der Erste zu sein. Ich nehme an, die Familie des Verstorbenen stimmt dem zu und Sie haben Ihre Einwilligung. Inspektor, ich hoffe, wir behindern uns nicht gegenseitig. Damit das ganz klar ist, ich bin kein Inspektor, aber ich behalte Sie genau im Auge. Darauf können Sie sich verlassen. Und ich setze Sie unter Druck, wenn es nötig ist. Ich nehme die Herausforderung an. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Mir nicht, aufgeblasener Blödmann. Warte nur... Dir werde ich's zeigen. Sir, Sie haben hier nichts zu suchen, also bitte gehen Sie. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Haben Sie schon mal eine Gefängniszelle von innen gesehen? Ja, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es gibt schönere Orte. Eben. Soll das eine Drohung sein? Sie können mich nicht festnehmen. Das mache ich aber. Ich protestiere. Tun Sie das. Ich gehe trotzdem nicht. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu wissen, was hier vor sich geht. Mhm. Er hat den Köder nicht geschluckt. Er ist kein Amateur. Kannten Sie Sir William persönlich? Nein, wir haben uns nie kennengelernt, zum Glück. Sagen Sie, wie können Sie über jemanden schreiben, den Sie nicht kennen? Inspektor, jeder kennt Sir William wegen dem, was er in seinem Leben getan hat. Ich sprach mit vielen Leuten, die vor dem Grauen davonliefen. Glauben Sie mir, die Geschichten waren grässlich. Und wer sagt das? Das Grauen in den Augen dieser Leute, Inspektor, das wird Sie mehr als alles andere überzeugen. Das führt nirgendwo hin. Eine Prostituierte in der Kirche wäre glaubhafter als er. Der Reporter macht also einen Ausflug. Und er hat die Kamera dabei. Rein zufällig, da bin ich mir sicher. Leider habe ich keinen Grund, das zu konfiszieren.
Kennen Sie diesen Mann? Ja, leider. Warum leider? Sein Name ist Nathaniel Forrest. Er macht nichts als Ärger. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er ist immer da, wo etwas passiert. Er ist wie eine lästige Schmeißfliege. Für welche Zeitung schreibt er? Für den Courier. Ein örtliches Käseblatt, nichts Besonderes. Er veröffentlicht ein Foto und schreibt seitenweise Unsinn dazu. Aber die Leute schlucken es. Meiner Meinung nach liest allerdings kein seriöser Mensch so einen Mist. Das Gerät war nicht zu übersehen. Gefällt sie Ihnen? Hat 3 Gänge. Die neueste Technologie. Ich meinte die Kamera, die Sie in dieser Tasche da haben. Ach, das Ding. Ein ganz gewöhnliches Modell. Das Bild wird auf einer Glasplatte festgehalten. Die geht schnell kaputt. Deshalb musste ich ein besseres Fahrrad kaufen, um das Risiko zu verringern. Und ich nehme an, Sie haben sie rein zufällig bei sich. Nein, gar nicht. Ich wollte Aufnahmen von einem Grab machen. Einem bestimmten Grab. Reicht Ihre Fantasie nicht mal für eine kleine Lüge? Ich möchte Ihre Intelligenz nicht beleidigen. Ich hoffe immer noch, dass wir uns einigen und Sie mich reinlassen. Ich kann Sie berühmt machen. Vergessen Sie es. Nehmen Sie Ihre Sachen und verschwinden Sie. Er lacht mir ins Gesicht. So viel Unverfrorenheit ist mir noch nie untergekommen. Stimmt es, was man über Sir William sagt? Sie meinen, dass Sir William eine Bestie und ein Monster war? Ja. Das stimmt. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, was ich glauben soll. Wer von uns kann schon Gottes Absichten erkennen? Aber ich bin sicher, es war nicht Gottes Wille, dass er in diese Welt kam. Wie meinen Sie das? Bei der Geburt sah er nicht wie eins von Gottes Kindern aus. Sein Gesicht war wie leblos und diese Augen. Sie müssen das verstehen. Es ist nicht leicht, darüber zu reden. Ich verstehe. Wie kam seine Familie damit zurecht? Es war sehr schwierig, vor allem für seine Mutter. Sie ertrug es nicht lange und nahm sich das Leben. Wir mussten sie am Gallows Hill begraben. Wo ist das? Es ist ein gottverlassener Ort, ein Friedhof für Selbstmörder. Und was ist mit seinem Vater? Niemand weiß etwas über ihn. Er verschwand in der Nacht, als alle Diener das Anwesen verließen und William mit seiner Großmutter Lady Miriam allein zurückblieb. Und das alles nur wegen seines missgebildeten Gesichts? Nein, natürlich nicht. Als er älter wurde, begannen seltsame Geschichten über ihn zu kursieren. Einmal war seine tote Katze in seinen Armen, einmal fand man ihn neben einem toten Pferd sitzend. Und immer, wenn ein Dienstmädchen verschwand, können Sie sich wohl vorstellen, wessen Werk das war. Damals war sein Vater noch am Leben und hielt den Besitz zusammen, aber er verlor bald die Kontrolle. Die Diener revoltierten, zündeten das Haus an und gingen. Der Herr verschwand und von der Familie blieben nur Trümmer. Eine traurige und tragische Geschichte. Ich würde gern mehr wissen. Verzeihen Sie, aber mehr kann ich darüber nicht sagen. Der Sarg war während der ganzen Beisetzung geschlossen, richtig? Ja. Auf wessen Anordnung? Lady Miriam, die Großmutter des Verstorbenen, wollte es so. Das ist verdächtig. Finden Sie nicht? Ich wüsste nicht, wieso. Ich glaube, er könnte schon vor der Beisetzung leer gewesen sein. Vielleicht war das Lady Miriams letzter Versuch, ihren Enkel zu schützen. Jeder hasst ihn. Das zerstörte beinahe die Familie. Wenn er verschwinden würde, hätte man ihn bald vergessen. Lady Miriam könnte seinen Tod vorgetäuscht haben, in der Hoffnung, dass man ihn vergisst. Tut mir leid, aber das scheint mir doch reichlich weit hergeholt. Die absolute Isolation und die ständige Furcht, entdeckt zu werden, wären schlimmer als ein Gefängnisaufenthalt. Sie haben recht. Aber manchmal tun die Leute verzweifelte Dinge, wenn sie keine andere Wahl haben. Möglicherweise haben diese Kriminellen versucht, in die Kirche einzudringen. Vielleicht wollte der Totengräber sie aufhalten und sie brachten ihn um. Aber was haben die Zerstörung der Gruft und das Verschwinden der Leiche damit zu tun? Es könnte eine Provokation sein. Oder eine Tarnung. Sie wollen uns auf eine falsche Fährte locken. Ich kann das nicht glauben. Wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen. Es ist meine Pflicht, jede Möglichkeit zu untersuchen. Wenn ich irgendwie helfen kann, ich stehe zu Ihrer Verfügung.
In diesem Fall würde ich Sie bitten, das Kircheninventar zu überprüfen, für den Fall, dass etwas fehlt. Ja, das ist eine gute Idee. Wenigstens kann ich mich so nützlich machen. Wenn Sie etwas herausfinden und ich nicht mehr hier bin, schicken Sie mir eine Nachricht aufs Revier. Sie können sich auf mich verlassen, Detective. Gott segne Sie.